Rund 1190 Kilometer Küste haben wir bei uns im Land eigentlich perfekt zum Segeln. Dennoch haben die Vereine in Schleswig-Holstein Nachwuchsprobleme. Die drei Segelclubs in Laboe haben sich deswegen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das Projekt Drei Mann in einem Boot. Was dahinter steckt, das wollen wir Ihnen heute mal zeigen. Hallo und herzlich willkommen zu Schleswig-Holstein, 18 Uhr. Heute melden wir uns aus Laboe und ein Teil des Projekts Drei Mann in einem Boot ist die Ausbildung der Jüngsten im Opti, also der Jüngsten lernen Opti-Segeln. Gerade versuchen wir jetzt gerade hier ein Opti aufzubauen. Erstmal muss er aus dem Regal rausgeholt werden. Und wird er gerade jetzt erstmal positioniert. Ist das schwer, Joel? Ja. Wie viel wiegt denn so ein Opti? Weißt du das schon? Nein. Nein? Aber ist wirklich schwer, ja? Ja. Was müsst ihr jetzt ganz genau machen? Wir müssen das auf den Schlüpfwagen drauf tun und dann ins Wasser tun. Mhm. Und was ist mit dem Segel? Kommt das Segel auch noch drauf? Ja, kommt. Wie funktioniert das? Also einer geht rein und macht es dann fest, das Seil kommt raus und dann muss man das da festmachen. Und wie gefällt euch Segeln, Jana? Gut. Wie lange machst du das jetzt schon? Weiß ich nicht. Seit diesem Jahr, glaube ich, ne? Und sag mal, was gefällt dir denn besonders gut am Segeln? Also ist es eher so dieses Boot fertig machen oder ist es eher rausfahren? Rausfahren und so. Und was ist das da genau? Warum gerade segeln? Ich weiß nicht, aber mein Vater hat auch ein kleines Boot und mit dem segle ich halt dann auch öfters mal. Sehr schön. Ich lasse euch jetzt mal in Ruhe das Boot hier fertig machen. Ja? Viel Spaß noch dabei. Und gehe mal zum Kinder- und Jugendwart des Projektes Drei in einem Boot ist es ja. Drei Segelclubs in Laboe haben sich zusammengeschlossen. Der Yachtclub Laboe, der Laboe Regattaverein und Ole Schippen, Laboe. Warum haben Sie das getan? Es ist ja schon ungewöhnlich, dass sich gerade Segelclubs zusammenschließen. Eigentlich gibt es ja eher Konkurrenzverhalten, ne? Ja, das Konkurrenzverhalten hatten wir am Anfang auch. Zwar nicht sehr ausgeprägt, aber jeder hat sich schon um seine eigene Leute gekümmert, um sein eigenes Vereinsleben. Bei uns war es allerdings so, dass wir die Nachwuchsprobleme hatten wie jeder andere Verein. Jeder Verein hat für sich selber schon Jugendarbeit angeboten. Und bei uns war es leider so, dass das schon ja, Richtung Auflösungserscheinungen ging. Wir konnten kaum noch unsere eigenen Kurse bestücken. Und dann kam die Idee, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, damit wir dann wieder möglichst viele Kinder ins Boot bekommen, damit der Segelsport attraktiv bleibt. Und so kam die Idee, verschiedene Profile in drei verschiedenen Vereinen zu einem Projekt zusammen zu machen. Und wie haben Sie das ganz genau gemacht? Ich meine, die Frage ist natürlich immer, wie kriegt man das unter einen Hut? Man nimmt den anderen eigentlich was weg und wer gibt das Geld und so? Wie ist das bei Ihnen gelaufen? Ja, die Diskussion haben wir am Anfang genau so geführt und anfing tatet das mit einer E-Mail, die ich an die anderen beiden Jugendwarte geschickt habe und gesagt, wie wäre das eigentlich, wenn wir das zusammen machen? Und zum Glück haben bei uns die Chemie gleich gestimmt, dass wir gleich zusammenarbeiten konnten. Und der schwierigere Teil war dann, die Vereine zu überreden. Das sind natürlich, die Ängste kann ich nachvollziehen, dass sie gesagt haben, ja, aber was ist, wenn da ausgebildet wird und dann gehen sie in den Verein. Wir haben aber gesagt, das ist auf jeden Fall ein Gewinn für den Segelsport, weil vielleicht kommen sie auch später mal zurück oder sie legen hier später ein Boot in den Hafen. Oder Hauptsache, sie segeln. Genau, ich habe selber in Bremen segeln gelernt und bin ja nun auch hier gelandet. Und so hoffen wir halt, dass wir möglichst viele neue Segler gewinnen. Und das Projekt ist ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. In diesem Jahr haben Sie einen Stern des Sports gewonnen in Berlin beim bundesweiten Wettbewerb des Deutschen Olympischen Sportbundes. Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, da teilzunehmen? Das war Thomas Möller, der Jugendwart vom LRV. Der wurde in der Bank angesprochen und wo wir unser Konto führen bei der Kieler Volksbank. Und wir machen dieses Projekt, wir betreuen das. Wie wäre das, wenn ihr euch daran beteiligt? Und wir haben erst sogar noch gesagt, naja, eigentlich machen wir Segelunterricht. Lass uns mal in Ruhe, da müssen wir Konzepte schreiben und einreichen. Und dann haben die gesagt, ach komm, macht mal, das ist eine gute Sache. Und so sind wir da eigentlich reingeschlittert. Wir hatten das gar nicht im Sinn, sondern wir waren eigentlich mit richtig aktiver Jugendarbeit hier interessiert, neue Kurse anzubieten, das zusammenzutun. Und dann ergab sich so eins zum anderen auf einmal. Wir haben uns sehr gefreut. Dadurch konnten wir natürlich wieder neue Sachen anbieten. Und Sie machen es natürlich auch wirklich ganzheitlich. Das heißt, Sie beginnen schon im Winter. Und es ist nicht so, wie bei, wenn man den jüngsten Schein macht, den Opti-Segelschein, dass man einfach nur segeln lernt, sondern Sie machen zum Beispiel, auch diese Kiste dabei. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist unsere Winterkiste. Oder wenn wir halt schlechtes Wetter haben oder wenn wir mal keinen Wind haben, dass wir mit den Kindern also rundherum das Segeln lernen wollen. Also wir sind keine Segelschule, die jetzt einen Kurs anbietet und sagt, in 15 Stunden Segeln lernen, sondern wir wollen das maritime Leben, das Umfeld. Das ist ja auch eine Lebenseinstellung, wenn man segelt. Das ist mehr als nur ein Hobby. Und dementsprechend ist hier, ob man nun im Winter mal Piratenspiele spielt oder Rollo, Gepard, Weltumsegler spielt, das ist so Monopoly für Segler.
wir bauen hier Segelboote. Das hat dann so ein bisschen was damit zu tun, wie wir denn den Unterricht machen. Also wir machen ganz wenig Theorie am Stück, sondern wir lassen die Kinder es ausprobieren. Also wenn sie das hier zusammenbauen im Winter, dann werden die Kinder sehr schnell dahinter kommen, dass es halt nicht reicht, das hier mit Knetgummi einzukleben, sondern spätestens, wenn wir das ins Wasser tun, erkennen die Kinder, warum ein Segel Stagen hat. Und sie können dann bei jedem Boot nachher auch sehen, dass das tatsächlich auch so gebaut wird, dass das also tatsächlich Hand und Fuß hat. Bei diesem Boot konnte man auch noch ein langes Gesicht sehen beim Wassern, weil der Kiel aus Holz gebaut wurde. Das Boot natürlich erstmal auf die Seite ging. Und dann haben wir mit den Kindern getüftelt, wie man das wieder hinbekommen kann. Dankeschön, Ulf Daude. Wir sprechen uns nachher nochmal weiter. Die Kinder haben mittlerweile das erste Boot im Wasser und auch wir gehen jetzt mal aufs Wasser. Ja, Niklas, Schot los. Noch loser und Achtung Kurs. Das Tollste für die Kinder ist es natürlich, auf dem Wasser zu sein und segeln zu lernen. Das Besondere an dem Projekt 3 in einem Boot ist, dass die Kinder hier kostenlos segeln lernen. Und nach einem halben Jahr können sie sich noch mal neu überlegen, ob Segeln überhaupt was für sie ist oder ob sie lieber einen anderen Sport machen. Ich bin jetzt gerade hier an Bord zusammen mit Joel und mit Jana. Und du schipperst uns gerade direkt Richtung Ostsee. Ne? Wie funktioniert das denn überhaupt mit dem Opti-Segeln? Ich komme mal ein bisschen runter. Also man muss die Finne festhalten und die Schot, dann kann man und nach geradeaus gucken. Und wie ist das mit der Pinne? Gibt es da eine bestimmte Richtung, die man, also wenn du die zum Beispiel zu dir ziehst, was passiert dann? Dann fahren wir nach da und wenn ich die Pinne nach außen drücke, dann machen wir eine Wende. Und du bist ja jetzt schon im zweiten Jahr dabei. Wie war das am Anfang, als du zum ersten Mal im Opti saß? Hast du da ein bisschen Angst gehabt oder nee? Ein bisschen Angst gehabt. Und wovor? Vor den Wellen und vor das Wasser, dass man reinfällt. Und wie findest du die jetzt, die Wellen? Gut. Viel Angst. Und hier vorne sitzt ganz eingequetscht Jana im Opti. Zu dritt ist es auch ein bisschen eng, ne? Was, wie ist es denn bei dir? Was gefällt dir denn am Segeln? Alles. Alles? Also wirklich, die Wellen auch? Also du hast keine Angst, dass alles bei jedem Wetter... Ein bisschen habe ich Angst bei den Wellen. Und worauf muss man beim Segel achten? Dass das nicht flattert, weil sonst kommt man nicht vorwärts. Also. Okay, vorwärts kommen wir jetzt aber gerade hier auch nicht so wirklich, denn das Trainerboot hat quasi bei uns angelegt und der Trainer hier ist Julian Biskewa. Sie verfolgen ja ein bestimmtes Konzept, alles muss hier spielerisch passieren. Wie funktioniert das, wie machen Sie das? Wir fangen an und zwingen natürlich niemanden zum Segeln. Die Kinder kommen alle aus Spaß an der Sache und wenn zu viel Wind ist, dann sind wir da auch nachsichtig und jeder muss nur das machen, was er auch leisten kann. Also ich denke, die Kinder haben Spaß dabei und wenn die Kinder sagen, sie fühlen sich heute nicht gut bei dem starken Wind, dann müssen sie auch nicht ins Boot. Ist es bei anderen Segelgruppen, bei anderen Opti-Gruppen anders? Es ist eher eine Ausrichtungsfrage. Andere Gruppen sind leistungsorientiert. Da wird dann natürlich eher darauf Wert gelegt, dass die Kinder bei jedem Wind Leistung zeigen. Und wir wollen eher den Breitensport fördern. Das heißt, wir bringen auch Kinder an den Segelsport heran, die da sonst nicht den Zugang hätten. Und die Kinder werden auch, jetzt fahren wir hier gerade ein bisschen weiter entfernt. Magst du mal kurz in die andere Richtung fahren? Ups, jetzt drehen wir uns einmal. Alle noch da? Ja. Ja? Die Kinder können auch nicht nur auf Optis segeln, sondern zum Beispiel auch auf Fahrtenseglern mitfahren, richtige Turns mitmachen. Und wir versuchen jetzt noch mal an das Boot ranzukommen, dann kann ich nämlich noch mal mit Lina sprechen. Es ist alles ein bisschen wackelig hier. Wollen wir noch mal ein bisschen da in die Richtung? Einmal so richtig am Ruder? Bisschen? Genau. Dann schaffen wir das. Und dafür ist der Verein Ole Schippen zuständig, denn dieser Traditionsseglerverein, der nimmt die Kinder auch richtig mit auf Turns. Und Lina war auf einem Turn dabei, ne? Wie war das denn? Erzähl mal. Ja, also das war sehr toll. Ich war ja auf Turn 3. Wir konnten also zwischen drei Turns wählen, auf welchen wir mitfahren wollen. Ja, also das war ziemlich spannend, da man ja kein kleines Opti auftakelt, sondern schon ein großes Boot. Nicht schlecht, cool. Dankeschön, Lina. Ja, liebe Zuschauer, wir machen jetzt erstmal weiter mit Nachrichten und Wetter. Wir sind zurück auf der Kieler Förde, auf der Ostsee, vor La Bö.
Jeder Verein, der sich an dem Projekt 3 in einem Boot beteiligt, zeigt den Kindern eine andere Facette des Segelns. Der Yachtclub Labö zeigt den Kindern das Segeln auf einer Yacht. Und sie gehen auch wirklich richtig auf Fahrt, Ulf Daube, ne? Also es ist ja nicht so, nur so, dass sie jetzt hier quasi auf der Kieler Förde entlang segeln, sondern auch auf Fahrt. Wo geht's denn in diesem Jahr noch hin? Ja, also nächstes Wochenende segeln wir nach Dänemark und auf dem Rückweg über Schleimünde, Marsholm. Das ist dann der Turn, den wir über Himmelfahrt segeln. Und über Pfingsten geht es dann nach Grauhöft und dann auch wieder in die dänische Südsee. Das sind die Turns und wir bieten für die Kinder an, dass sie auch mitsegeln können. Also wir vermitteln dann Plätze auf Yachten, wo noch ein Bett frei ist. Und die Kinder können auch wirklich richtig mitmachen. Lina steuert jetzt gerade. Darf ich dich ein bisschen stören gerade? Ja? Sieht's gut aus? Siehst du genug da? Ja, eigentlich schon, ja. Sag mal, ihr habt ja heute Nachmittag Knoten gelernt auf einem der Traditionssegler. Kannst du das hier denn wirklich anwenden, wenn du auf der Yacht segelst? Also, dass du hier auch Knoten machen musst und dass du hier auch alles, was du so lernst, auch zum Beispiel beim Opti-Segeln, ist das hier genau das Gleiche oder ist das hier irgendwie anders? Erzähl mal. Also, ein bisschen anders schon. Und was ist anders? Irgendwas einfach. Und was macht dir mehr Spaß? Anders. Beides ist irgendwie anders und beides bringt Spaß. Okay. Okay, ich lasse dich jetzt weiter konzentrieren. Du startest, also, ja, ups. Jetzt sind wir gerade in den Wind gegangen. Und Daude hilft mal eben kurz. Oh, wieder gerade auf Kurs. Wunderbar. Jetzt ist es das ja war so. Nur die Böen. Jetzt ist es ja so, dass das Projekt 3 in einem Boot, da können die Kinder auch wirklich Mitglied werden. Momentan haben sie 80 Mitglieder. Wie läuft das? Ist das dann auch wieder ein eigenständiger Verein oder wie kann man sich das vorstellen, gerade auch für interessierte Eltern? Ja, also es ist wie ein eigenständiger Verein, aber wir auf diesen Status legen wir nicht viel Wert. Es ist halt ein bisschen verbindlicher, wenn man einen Mitgliedsausweis bekommt, wenn man eingetreten ist, aber das ist natürlich kostenlos für alle Kinder bis oder Jugendliche bis 18 Jahre sind unsere Angebote kostenlos und dann können sie in einem Verteiler mit drin, bekommen die Programmpunkte und dann können sie sich bei den jeweiligen Ansprechpartnern melden und sagen, da möchte ich mitmachen oder hier mal mitsegeln. So funktioniert das. Dankeschön, Ulf Daude, dass Sie uns auch mitgenommen jetzt haben nochmal und alles gezeigt haben. Ja, und wir fahren jetzt gleich mal eine Wende, fahren dann zurück in den Hafen nach Labö. Schleswig-Holstein, 18 Uhr, sagt für heute Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.